Wie verhalten sich Kunst und Natur im 20. und 21. Jahrhundert zueinander? Dieser Frage geht das Franz-Marc-Museum mit der Ausstellung Der Rhythmus der Natur nach. Und damit herzlich willkommen zum Culture Club. Ob wir eine Antwort auf die Frage bekommen und was es hier in der Ausstellung noch alles so zu erleben gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir haben ja im Zentrum unserer Sammlung Gemälde von Franz Marc, von Kandinsky, von Klee und so weiter. Und insbesondere Franz Marc hat ja sich geradezu in die Natur zurückgezogen, um sich inspirieren zu lassen. Nicht wirklich Dinge aus der Natur abzuschildern, sondern in diesen Rhythmus einzutauchen, in eine gewisse stille, natürliche Verbundenheit. Und diesen zentralen Punkt unseres Museums und unserer Sammlung habe ich zum Anlass genommen, die ganze Sammlung, jetzt im Augenblick das ganze Haus, hier unter diesem Motto darzustellen. Und dabei gibt es verschiedene Abteilungen. Wir sind jetzt hier in dem Ausstellungsbereich Franz Marc. Da kann man eben sehr schön verfolgen, wie sich sein Verhältnis zur Natur verändert, beziehungsweise wie seine Malerei sich der Kernvorstellung von Natur, die er hatte, immer mehr annähert. Und diese Vorstellung beruht darauf, dass es einen großen kosmischen Rhythmus gibt, eine übergreifende Struktur, in die alles eingebunden ist, die Tiere, die Pflanzen, auch die Menschen, wobei Franz Marc eben der Meinung war, dass seine Zeitgenossen, und heute weiß man gar nicht, wie er reagieren würde, sich viel zu weit von der Natur entfernt haben in ihrer Lebensweise. Sie haben es gerade schon angesprochen, Verhältnis Kunst-Natur im 20. und 21. Jahrhundert. Wird diese Frage hier beantwortet? Also vielleicht keine definitiven Antworten, zumal ja die Antworten unterschiedlich sind. Jemand wie Anselm Kiefer hat zwar ein Franz Marc relativ vergleichbares Naturverständnis, aber der stellt das natürlich in den Kontext einer anderen Epoche, eines fragileren Verhältnisses vielleicht der Menschen zur Natur, und überspitzt die Auffassung von Franz Marc in dem Sinne, dass er sagt, ja, wir sind alle in einem übergreifenden Rhythmus aufgehoben oder gefangen, wie man will. Und das bedeutet für mich, dass die Epoche der Menschheitsgeschichte oder dass die Menschheitsgeschichte eine abgeschlossene Epoche ist, die von dem großen Ganzen überholt wird. Irgendwann wird Gras über all das wachsen, was wir als Menschen geschaffen haben und was wir waren. Jetzt gibt es ja drei Stockwerke. Unterscheiden die sich irgendwie voneinander? Ah, die unterscheiden sich ganz stark. Mhm. Also im Erdgeschoss, wo man reinkommt, gibt es ja einen Raum, der Hans-Jörg Voth und Ingrid Amslinger gewidmet ist, die in den 70er und 80er Jahren Landart-Projekte realisiert haben. Das sind Projekte, die in der Natur entstanden sind, Naturvorgänge fühlbar machen, die auch aus dem Wunsch entsprungen sind, der Natur ganz nah zu sein, mit der Natur zu leben, Naturphänomene besser wahrzunehmen. Und diese Projekte sind im Allgemeinen nicht mehr vorhanden, insbesondere das, was wir unten im Erdgeschoss zeigen. Die Zeichnungen dazu, die Entwürfe, die Fotografien sind aber noch da, sodass man eben da einen ganz fokussierten und speziellen Blick auf das Verhältnis von Künstler und Natur hat. Also Hans-Jörg Voth und seine Vorstellung von Natur, sein Naturverhältnis. Das ist im Erdgeschoss, und hier, das haben wir gerade schon gesagt, sind wir bei Franz Marc. Und im zweiten Obergeschoss der letzten Ausstellungsebene gibt es verschiedene kleinere Themen, die insbesondere aufgehängt sind an Teilen unserer Sammlung der Brückemaler. Also etwa einen Raum zu dem Freiheitsbegriff der Brückemaler, die sich ja gegen die Konventionen ihrer Zeit gestellt haben und sozusagen mit Erotik geantwortet haben auf die strengen Moralvorstellungen der wilhelminischen Ära, und das eben auch in wundervollen Zeichnungen und Gemälden
ja, Aktzeichnungen und Aktgebilden gezeigt haben. Und dann gibt es einen Raum zu Lionel Feininger, der seine Bilder ja so kristallin durchleuchtet. Und hinter diesem Prozess steht tatsächlich das Kristall als Symbol im Expressionismus für eine Naturform, der entsprechend sich auch Kunstformen entwickeln, so war die Vorstellung. Mhm. Und dann haben wir im Eingangsbereich eben sehr viel abstrakte Werke. Da kann man sich fragen, wie ist die Abstraktion nach dem Krieg mit dem Verhältnis von Kunst und Natur umgegangen? Und da kommt man eigentlich zu der Einsicht, dass es hier um Spannungsverhältnisse, um Farbverhältnisse, um Räumlichkeiten, die es in der Natur gibt, handelt, die in der Abstraktion abgebildet werden, auf sehr elementare Art und Weise. Und was würden Sie sagen, ist so das Highlight der Ausstellung? Gibt es da eins? Es gibt ganz viele Highlights, für mich jedenfalls. Ja. Jetzt mal abgesehen von den fantastischen Bildern von Franz Marc, die wir hier haben, liebe ich eben sehr dieses Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner, zwei Tennisspielerinnen am Strand von Fehmarn, das finde ich einfach fantastisch. Und natürlich auch Treustädt von Feininger, ein wundervolles Bild dieses Malers. Und Anselm Kirchner gefällt mir immer, wenn ich in die, Anselm Kiefer, wenn ich in den Raum reinkomme, gefällt mir immer sehr, sehr gut. Und ich finde, das Bild verstärkt nochmal die Tendenz der expressionistischen Gemälde, also die ja auch in dem Raum hängen. Ja? Parksee von Haeckel wird dann noch geheimnisvoller und die Spaziergänger von Macke noch poetischer vielleicht. Also für mich gibt es eine ganze Reihe von Highlights. Und was kann ich hier in der Ausstellung alles erleben? Gibt es auch Führungen? Ja, natürlich gibt es Führungen. Man kann Führungen buchen. Ich habe eben schon erwähnt, unseren Audioguide von Kindern für Kinder. Der wird immer bei jedem Bild, wenn es dazu eine kleine Sequenz gibt, durch so ein Pferdchen angezeigt. Wir bieten insbesondere in den Schulferien Workshops an, die kreative Arbeit mit der Betrachtung der Werke verbinden. Wir haben regelmäßig Yoga-Sessions oben in unserem Aussichtsraum, die man vor dem Museumsbesuch wahrnehmen kann, sodass man innerlich ganz anders vorbereitet ist auf die Betrachtung von Werken. Ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge, ganz abgesehen davon, dass man natürlich aus dem Museum raus immer sofort in die Natur spazieren kann, also selbst das Verhältnis nochmal darstellen kann. Und was wollen Sie den Besucherinnen und Besuchern mitgeben, die hier in die Ausstellung kommen? Haben Sie auch irgendwie so eine Botschaft, die Sie vermitteln wollen? Also ich denke, die Botschaft ist nicht an die ich vermitteln würde, ja, die ist nicht an diese Ausstellung gebunden. Ich denke immer, dass dieses Museum und eigentlich auch jedes ernstzunehmende Museum seinen Besuchern die Möglichkeit bietet, aus der alltäglichen Realität rauszukommen für einige Zeit, für die Zeit, die man sich nimmt, und großer Kunst zu begegnen, die die eigene Existenz, momentane Verfassung relativiert. Und das ist, glaube ich, ein großes Geschenk, diese Möglichkeit, Distanz zu gewinnen und auch zu staunen, zu bewundern, zu sehen, was große Künstler geschaffen haben. Nach einer ganz kurzen Pause haben wir noch eine Ausstellung für Sie, und zwar die Sonderausstellung Pumuckl und mehr im Museum Fürstenfeldbruck. Also bleiben Sie dran. Der Pumuckl ist wieder da, und zwar als Ausstellung für die ganze Familie im Museum Fürstenfeldbruck. Wir geben Ihnen jetzt einen kleinen Einblick. Diesen kleinen frechen Kobold kennen wohl alle, den Pumuckl. Seit der Rotschopf in Meister Eders Werkstatt sichtbar wurde, treibt er Schabernack, lässt Dinge verschwinden und gibt flotte Sprüche von sich. Zu seinem 60. Geburtstag hat ihm das Museum Fürstenfeldbruck eine Ausstellung gewidmet.
Da gibt es sehr viel Stoff, der nicht so bekannt ist, um die Geschichten des Pumuckl, um die Gestaltung des Pumuckl, um die Filme des Pumuckl. Und das haben wir alles hier ausgestellt, mit einer Kinderebene wirklich, zur interaktiven Station, wo Kinder auch Fragen beantworten können. Vorgestellt wird hier auch die Biografie seiner Schöpferin Alice Kaut. Eins der Highlights der Ausstellung, diese Mini-Schaukel, ein Original aus den Pumuckl-Filmen. Die Schaukel, die wurde verwendet bei den Pumuckl-Filmen, eine der Requisiten. Der Pumuckl, der ist ja ein Nachfahr der Klabautermänner, die also in Schiffen sich wohlfühlen. Und der Meister Eder hat diese Schiffschaukel gemacht, in der er also wunderbar schaukeln konnte in vielen Filmen und am besten reimen und nachdenken konnte. Das war so sein Lieblingsort. Und diese Schaukel haben wir nach einigen Bitten von einer Leihgeberin bekommen. Produziert wurde die Pumuckl-Fernsehserie um 1980. Eine Trickfilmfigur in einen Film zu integrieren, war zur damaligen Zeit viel Aufwand. Man musste erstmal einen Realfilm drehen, ohne den Pumuckl, ist klar. Der Meister Eder hat oft so eine Bierflasche oder eine Stoffpuppe in der Hand gehabt. Die Gegenstände auch mussten sich mit einem durchsichtigen Faden bewegen von Tricktechnikern. Also wenn der Pumuckl im Bettchen sitzt und ein Buch liest, dann musste sich das ja dann per Trick bewegen. Hier im Museum Fürstenfeldbruck gibt es also jede Menge über den Pumuckl zu entdecken. Und das noch bis zum 4. Juni. Das war's mit dem Culture Club für heute. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.